In dem heutigen Video stelle ich euch den größten SUV-Autohersteller in China vor und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Wie immer auf diesem Kanal handelt es sich um keine Anlageberatung. Dieses Video gilt lediglich zum Zwecke der Unterhaltung und wenn überhaupt für Bildungszwecke. Bevor ihr in irgendetwas investiert, setzt euch damit bitte auseinander und damit starten wir schon direkt rein ins Video. Wir starten natürlich wieder mit einer kleinen Unternehmensvorstellung und zwar Great Wall Motor ist ein Autohersteller aus China, der sich auf SUVs spezialisiert hat. Warum? Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Zu dem Unternehmen gehören die Marken Haval, Way, Ora und Tank, also es ist ein Mehrmarkenunternehmen. Diese Marken wurden vom Unternehmen selber gegründet, um in bestimmten Marktsegmenten einfach präsent zu sein. Das Unternehmen hat ca. 78.000 Mitarbeiter. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 17,7 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist in Baoding, China. Also Baoding ist die Hebei-Region. Ist relativ nahe auch zu Tianjin, Peking, also da in der Ecke. Und der Vorstandsvorsitzende, den habe ich hier heute mal wieder rausgepickt gehabt, weil das ist quasi eines der zentralen Gesichter des Unternehmens, ist der Wei Yanyun. Daher auch der Name der einen Marke, Wei. Also das wurde dann zwar ein bisschen amerikanisiert, sage ich mal, aber daher kommt quasi auch der Name. Und dieser Wei Yanyun übernahm die Firma 1990 als 26-Jähriger. Also ist heftig. Also ich als 26-Jähriger habe auf jeden Fall sowas noch nicht gemacht. Und hat das Unternehmen komplett umgekrempelt. Und dieses Unternehmen, was zu dem Zeitpunkt extrem in der Kreide stand, reformiert und erfolgreich gemacht. Das hat dazu geführt, dass er aktuell der 116 reichste Mensch der Welt ist, laut Forbes. Wir gehen nun noch ein wenig auf die Historie des Unternehmens ein. Also das Unternehmen wurde 1984 gegründet, hatte damals aber überhaupt nicht Autoproduktion im Vordergrund und hat sich nur um Ersatzteile gekümmert und war in der Autoreparatur tätig. Wie bereits angesprochen, 1990 wurde das Unternehmen dann vom Wei Yanyun übernommen und komplett auf links gedreht. Das erste Auto wurde dann 1993 produziert. 1994 gab es dann aber einen Schlag zwischen die Beine. Und zwar sorgte eine Verordnung in China, dass alle Modelle von Great Wall Motor nicht mehr registriert werden würden, sodass dann die Produktion auf Pickups umgelenkt wurde und damit quasi dieser, ja, historische Run zu SUVs gestartet wurde. 2001 gab es dann die Umfirmierung zum heutigen Namen. 2002 hat Great Wall Motor dann auch den ersten chinesischen SUV in den chinesischen Markt auch eingeführt. Börsengang erfolgte 2003 an der Börse in Hongkong. 2013 wurde dann die Marke Haval nun offiziell unabhängig. Die war quasi damals ein Produkt quasi im Rahmen von Great Wall Motor, wurde dann aber selbstständig. 2016 wurde dann Way als SUV-Markt im Luxussegment gegründet. 2018 unterzeichnete das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung mit BMW und dann 2018 die Gründung von Ora, was nun als reine Elektroautomarke fungiert. Hier auf dieser Grafik auf der Unternehmenswebsite können wir uns auch angucken, wo überall Great Wall Motor produziert und wir sehen eben hier 7 Werke in China allein und 5 Werke in Übersee, in Anführungszeichen, eins in Malaysia, eins in Ecuador, eins in Russland. Russland war auch das erste Werk, was tatsächlich außerhalb von Chinas war, Bulgarien und Tunesien. Und Great Wall Motor ist tatsächlich auch sehr stark darin interessiert, sich zu globalisieren. Das ist auch eines der Ziele, ein globaler Mobilitätsanbieter zu werden. Und sie probieren es auch in den europäischen Markt ein bisschen einzudringen, haben ihre Zentrale in Europa, in München aufgeschlagen. Und da soll auch im Laufe dieses Jahres, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, die beiden Marken Ora und Way quasi für den europäischen Markt dann auch zur Verfügung stehen. Nun gehen wir noch ein wenig auf die Aktionärstruktur von Great Wall Motor ein. Hier sehen wir eigentlich nichts groß Besonderes. Ja, also das ganz klassische Bild, was wir sonst auch immer haben. Sehr viele Venture Capital Geber und einfach die ganzen Fondsverwalter. Ja, das kennen wir mittlerweile ja schon. Aber ganz unten sehen wir den Yanyun Wei hier mit einer anderen Schreibweise, aber der Vorsitzende, der quasi 1,23% der Unternehmensanteile besitzt. Und das ist, wie gesagt, für mich immer ein super gutes Zeichen, wenn der Gründer, in Anführungszeichen, er hat es jetzt nicht gegründet, aber er hat es auf jeden Fall zu dem gemacht, was es nun mal ist, ist damit auch Milliardär eben geworden. Und allein dadurch hat er im letzten Jahr über 3 Millionen Euro an Dividenden eingestrichen. Und das ist natürlich etwas, was sich, glaube ich, niemand gerne entgehen lassen würde.
Also ich glaube schon, dass er da sehr stark daran interessiert ist, dieses Unternehmen weiter voranzutreiben und vor allem auch in die weitere Generation auch weiterzugeben. Von daher bin ich einfach so ein großer Fan von in Anführungszeichen familiengeführten Unternehmen. Nun gucken wir uns ein paar weitere Kennzahlen an, und zwar den Umsatz. Die Umsatzentwicklung sehen wir hier, hat eine schöne Entwicklung, ja, links unten nach rechts oben, fast mit einem kleinen Absacker in 2019. Aber die 5-Jahres-Performance gibt 43,8% plus aus und eine durchschnittliche Jahresperformance von 8,8% im Umsatz. Der Umsatz teilt sich hier nach diesen unterschiedlichen Geschäftsbereichen auf, aber wie wir es hier eben sehen können, der Großteil ist tatsächlich auch der Verkauf der Autos und der Produktion der Autos. Von daher gehen wir auf die anderen Themen gar nicht groß ein, aber auch von 2020 auf 2021 eine erhebliche Steigerung, ist teilweise natürlich auch auf Corona zurückzuführen, was im 2020 war. Aber nichtsdestotrotz haben wir es ja auch gesehen gehabt beim Umsatz allgemein in der Entwicklung. Das hat quasi 2020, das Corona-Jahr, gar nicht so sehr eingeschlagen. Und wie wir es mitbekommen haben, hat China sich ja auch in der Zeit einen sehr strikten, aber einen aus meiner Sicht zum damaligen Zeitpunkt extrem erfolgreichen Weg entschieden. Der Umsatz nach Region ist ein bisschen anders als bei einigen anderen chinesischen Unternehmen, die ich hier bereits vorgestellt habe. Ist ein bisschen diversifizierter, klar, 93% oder 90% so im Groben kommt immer noch aus China heraus. Dann haben wir aber Russland einen größeren Teil, Südafrika, Australien, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist schon länger ein beliebter Absatzmarkt gewesen. Das war auch der erste Absatzmarkt überhaupt von Great Wall Motor. Und in Chile ist das Auto auch super beliebt. SUVs werden da sowieso gerne gefahren und ist immer bei den Vergaben von Auto des Jahres in Chile immer ganz weit vorne, und SUV des Jahres in Chile auch immer quasi an Nummer 1 gesetzt mit seinen Marken. Ja, der Gewinn ist ein wenig ja, negativer zu sehen. Haben wir hier über die 5-Jahres-Performance minus 34,3%, eine durchschnittliche Jahresperformance von minus ca. 7% hingelegt, was definitiv mit gesteigerten Investitionen zusammenhängt. Also das sehe ich hier auch jetzt nicht so extrem negativ, weil wir immer noch super im Plus sind, und das sieht aus meiner Sicht wirklich gut aus. Und wenn man so viel Geld noch zur Verfügung hat, um auch entsprechend zu investieren, dann ist das eine gute Sache aus meiner Sicht. Die Dividende hat hier eine auch gute Entwicklung hingelegt gehabt. Da komme ich gleich aber noch mal ein bisschen darauf zu sprechen, wie es für dieses Jahr aussieht. Und zwar haben wir hier immer eine 5-Jahres-Performance, eine Dividendensteigerung in Höhe von 15,4% und eine durchschnittliche Jahresperformance in Höhe von 3,1%. Die Dividende im letzten Jahr ist sehr, sehr hoch ausgefallen, wurden sogar zwei Dividendenzahlungen vorgenommen. Dieses Jahr habe ich jetzt bisher nur von einer gehört, aber wenn die auch so ausfällt, dann fällt die deutlich, deutlich geringer aus, also circa 2/3 weniger. Also es fällt wirklich sehr, sehr viel weg. Soll sich dann so auf umgerechnet ungefähr 1 Cent belaufen pro Anteilsschein, den ihr habt. Vielleicht auch mit Hinblick auf die nun aktuell etwas kritischere Situation in China aufgrund von Lockdown-Geschichten und so. Da sind sie nicht genau darauf eingegangen, oder zumindest habe ich da nichts weiter gefunden. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Ja, dazu ganz passend können wir uns hier auch einfach mal die Kursentwicklung ansehen. Wir sehen hier quasi, ja, ab November letzten Jahres sowie fast der gesamte chinesische Sektor stark abgenommen. Ja, das sieht natürlich überhaupt nicht gut aus. Haben hier dann auch quasi die 50-Tage-Linie mit der 200-Tage-Linie gekreuzt. Das deutet auch immer für weiter sinkende Kurse. Das hat sich auch herausgestellt, dass es auch so kommt. Ja, wir sind weiter gefallen. Es sieht jetzt unten vielleicht so ein bisschen danach aus, als wenn wir eine Bodenbildung ma machen könnten. Haben ähnliche Kursniveaus, aber nur nochmal einen neuen Tief gesetzt. Wenn ich natürlich jetzt langfristig da reingehen würde, würde ich erstmal ein bisschen warten, dass wir wieder über die 50-Tage-Linie kommen. Das wäre ein gutes Zeichen, vor allem in der aktuellen Marktphase, wo wir nicht wissen, was ja morgen passieren kann. Ja, es sind sehr volatile Zeiten momentan. Und vor allem mit Hinblick auf die Dividenden, wo wir jetzt im nächsten Monat den Extrakt-Dividende haben und die, glaube ich, im Juni ausgeschüttet wird, wo es ja dann auch den Dividendenabschlag wieder geben wird, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir uns noch in dieser Range bewegen. Aber vielleicht dann zeitnah danach irgendwie hochgehen. Und das ist auch so meine Strategie aktuell, dass ich dann ungefähr, ja, zum Juli vielleicht dann nochmal nachlege. Ich habe tatsächlich mehrere Anteile schon, aber da bin ich auf jeden Fall daran interessiert, da nachzulegen, weil wir wirklich momentan aus meiner Sicht eine attraktive Chance einfach haben. Ja, wir schauen uns jetzt nun abschließend noch die weiteren Kennzahlen ein wenig genauer an. Umsatz, Gewinn hier nochmal in Euro ausgewiesen. Hier haben wir das KGV von 12,7. Das ist natürlich super spannend. Das ist das, was ich meine. Wir waren teilweise schon in den vergangenen Jahren bei über 40. Das war das, was ich meine. Das bietet jetzt eine sehr gute Chance.
Wir haben eben eine etwas niedrigere Dividendenrendite, als was ihr sonst hier auf meinem Kanal teilweise gewohnt seid. Aber eine Dividende, die eigentlich über die Jahre hinweg kontinuierlich gezahlt wird, zwar sehr schwankend ist, was nicht gerade der Traum eines Dividendeninvestors ist oder eines Einkommensinvestors. Aber gut, wir haben trotzdem hier ein Unternehmen, was super viel Substanz hat. Ja, was nicht einfach mal irgendwie so ein hochgepumptes Tech-Unternehmen mit was für einer Marktkapitalisierung und die ganze Zeit nur Verlusten schreiben. Also das haben wir hier auf jeden Fall nicht. Also von daher, ich bin eigentlich recht optimistisch. Zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ich reingehe, würde ich sowieso eher über mehrere Tranchen investieren. Ich warte jetzt erstmal noch ab, bis dann die Dividende ausgezahlt wird, Dividendenabschlag kommt und dann so zu dem Zeitpunkt Ende Juni, Juli, August werde ich vermutlich nachkaufen. Aber das ist nur das, was ich mache. Wie gesagt, ist keine Anlageberatung. Macht da bitte eure eigene Recherche, um dann eine fundierte Investmententscheidung zu treffen. Ja, wir kommen zum Fazit. Dividende ist hier so naja zu sehen. Die Höhe der Dividende ist natürlich ein Thema, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fokus, aber auch die sehr schwankende Dividende. Normalerweise wollen wir ja immer steigende Dividenden sehen. Das haben wir jetzt hier nicht. Ist jetzt auch nicht kein Streichpunkt, aber das ist auf jeden Fall ausbaubar. Wachstum haben wir auf jeden Fall, ein super interessantes Unternehmen im größten Automobilmarkt weltweit, ja, so wie viele Autos in China immer verkauft werden. Also ich kann es mir echt beim besten Willen nicht vorstellen, wie viele Autos dort immer Monat für Monat verkauft werden. Great Wall Motor im letzten Jahr auch über 1,2 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. Wie gesagt, größte SUV-Hersteller Chinas. Hier ist wirklich ein Riesenunternehmen. Nur zum Vergleich, vielleicht ein Unternehmen, welches ein Automobilhersteller, den ihr eher kennt, ist zum Beispiel ja Škoda, der tschechische Automobilhersteller. Und da haben wir im letzten Jahr nur so 900.000. Der Höchststand war, glaube ich, circa 1 Million. Also da sind wir auch noch deutlich entfernt von Great Wall Motor. Und das kennt nun mal fast niemand hier in Europa. Also das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Wachstum ist aus meiner Sicht wirklich da. Vor allem in der Elektromarke, die jetzt auch in diesen Markt reingeht. Aber auch dieser SUV-Absatz, also der scheint quasi nicht abzureißen. Jetzt kurzfristig aufgrund der ganzen Lockdown-Situation in China werden wir wahrscheinlich einen Rücksetzer haben. Haben wir jetzt auch schon in den Zahlen tatsächlich im Februar und März auch schon gesehen. Aber das ist, denke ich mal, ein kurzfristiges Thema. Das wird vielleicht dieses Jahr ein bisschen runterziehen. Aber ich denke, mittelfristig für 1, 2, 3 Jahre sollte es dann wieder in die andere Richtung drehen. Und die Geschäftstätigkeit natürlich in diesem Markt, wo sie unterwegs sind, ist ein super umkämpfter Markt. Da sollte man dann auch immer das Big Picture nicht aus dem Auge verlieren. Aber aus meiner Sicht Great Wall Motor wirklich ein Produzent, der wirklich schon verhältnismäßig lange am Markt ist, der viel geschafft hat, viel Innovation auch nach vorne gebracht hat und damit aus meiner Sicht wirklich ein guter Pick ist. Ja, jetzt würde mich auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Unternehmen unten in den Kommentaren interessieren. Fandet ihr das interessant? Kanntet ihr das Unternehmen oder habe ich vielleicht irgendwas bei der Vorstellung außen vor gelassen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das unten in den Kommentaren teilt. Wenn ihr nun Interesse habt, dieses Unternehmen zum Beispiel als Aktie zu kaufen oder auch weitere, ja, wie gesagt, ist natürlich keine Anlageberatung, aber dann habe ich euch unten in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link zu Trade Republic eingestellt. Wenn ihr euch unter dem Link anmeldet, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Aktie im Wert von bis zu 200 Euro kostenlos nach Anmeldung dazu zu bekommen. Also macht das auf jeden Fall. Da könnt ihr bares Geld sparen, gewinnen, wie auch immer ihr das sehen möchtet. Dann gebt auf jeden Fall ein Like auf dieses Video, wenn euch das gefallen hat. Abonniert dann auch gerne meinen Kanal, aktiviert dann immer die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Dann lasse ich euch hier noch 2 Videoempfehlungen von mir einblenden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.